Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Videotutorial auf der sophistikeinsteiger.de. Mein Name ist Frank Weber und heute im Teil 4 meiner Miniserie ein Beispiel für eine parametrisierte Musterstatik einer Rahmenbrücke schauen wir uns den Zusammenbau der beiden Teilprojekte etwas genauer an. Ich zeige Ihnen, wie Sie die im vorherigen Schritt generierten Unterbauten in das Gesamtmodell importieren und integrieren können und worauf Sie dabei achten sollten. Ich zeige Ihnen weiterhin, wie einfach Sie dann nach dem Import das Gesamtmodell nachträglich verändern oder ergänzen können und welche Schritte zusätzlich notwendig sind, damit Sie auch weiterhin nach dem Import alle Vorzüge der Sophistik CABD-Technik genießen können. Bitte denken Sie auch daran, dass dieses Video nur die vierte Folge aus einer Miniserie ist. Sollten Sie die Teile 1 bis 3 sich noch nicht angeschaut haben, so würde ich Ihnen das jetzt erst einmal empfehlen, bevor Sie sich hier diesen Teil 4 anschauen. Gut, bevor wir den Import gleich starten, vielleicht ein paar Vorbemerkungen von mir, von welchen Voraussetzungen ich ausgehe, beziehungsweise worauf ich geachtet habe, damit der Import auch so problemlos für Sie erfolgen kann wie bei mir. Und wenn Sie dann eigene Projekte erstellen, worauf Sie gegebenenfalls auch achten sollten. Fangen wir an. In beiden Teilprojekten habe ich zum einen hier die Materialnummern entsprechend synchron gehalten. Seit hier haben wir Materialnummern 1 bis 99 bzw. hier auch eine Querschnittsnummer. Und das gleiche habe ich hier auch entsprechend bei den Unterbauten so synchron gehalten. Damit vermeide ich schon mal Probleme beim Import bzw. falsche Zuordnungen, weil die Nummern sind natürlich wichtig. Und wenn ich später nach dem Import nochmal Materialwerte ändern will, kann ich das immer noch machen. Also das wäre Punkt 1, worauf ich achten würde. Dann zweite Geschichte. Bei beiden Teilprojekten ist hier mein Koordinatenursprung, mein 0,0-Punkt, wie man so schön sagt, beim linken Widerlager angelegt. Das heißt, ich habe hier mein globales Koordinatensystem und alles baut sich dann in positiver X-Richtung auf. Und das gleiche haben wir hier auch. Wenn wir hier uns das mal angucken, bei der Fahrbahnplatte, auch hier fange ich am linken Rand an mit 0,0 und entsprechend hier zur anderen Seite rüber. Das sieht man auch entsprechend hier bei der Zeichnung. Gut, mir sagt hier dann, der Abstand zum gegenüberliegenden Widerlager entsteht ganz klar durch die Fahrbahnlänge. Auch dieser Parameter ist bei mir synchron gehalten, damit ich nachträglich nichts mehr verschieben muss. Ich könnte auch, wie gesagt, unterschiedliche Fahrbahnlängen hier vorgeben, aber es macht keinen Sinn, wenn Sie dann nochmal die Unterbauten vielleicht an die richtige Stelle verschieben müssen. Das soll das System alles automatisch machen. Also müssen wir natürlich darauf achten, wenn ich hier im Bereich der Placements gucke, dass hier sowohl das Endplacement einen Abstand hat, der natürlich hier 20 Meter auch mit der Länge der Brücke hier synchron läuft. Darauf sollten Sie achten. Wenn Sie rechts und links natürlich unterschiedliche Fahrbahnbreiten haben, dann habe ich ja diesen Parameterversatz hier eingebaut, den wir auch schon bei den Unterbauten genutzt haben. Und der sorgt dann dafür, dass auch in Längsrichtung hier, ich gehe hier mal raus, also entsprechend hier das andere Widerlager gleich an der richtigen Stelle landet. Also bei diesem Versatzparameter müssen Sie dort arbeiten. Bei der Trassierung. Im Moment, im Rohzustand, gehe ich erstmal davon aus, dass meine Trassierung nur eine gerade Linie ist. Ich habe noch keinen Glottoide, noch keinen Bogen oder sonst was. Ich habe auch nicht mehrere Trassierungselemente, was man ja hier entsprechend noch ergänzen könnte, sondern am Anfang ist erstmal alles gerade und beide Widerlager stehen sich direkt gegenüber. Wie wir nachher diese Trassierung auch nach dem Import ändern können, werde ich Ihnen zeigen. Aber das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, damit wir dort nicht nochmal irgendwas nachträglich verschieben und drehen müssen. Nein, es soll so einfach wie möglich sein. Worauf sollten Sie noch achten? Wenn wir ein schieflinkiges System haben, da habe ich ja hier im Bereich Widerlagerwand auch einen Winkel eingefügt, der entsprechend hier beachtet wird und eben bei solchen schiefwinkligen Systemen dann wichtig ist. Wenn Sie solche schiefwinkligen Systeme haben, dann bitte achten Sie darauf, dass Sie auch hier im Bereich der Placements den gleichen Winkel hier bei der globalen Ausrichtung an den entsprechenden Placements vorgeben.
Da die beiden Parameter laufen synchron. Steht dort nichts drin, dann sind diese Placements immer orthogonal zur Trassierungsachse ausgerichtet. Das heißt, wenn wir hier später einen Bogen haben, dann werden die sich auch entsprechend neu drehen. Und wenn Sie zusätzliche Verdrehung haben wollen, zum Beispiel hier lokal Z, dann können Sie hier später immer noch lokale Verdrehungen mit angeben. Gut, das sind die Grundvoraussetzungen, darauf sollten wir achten. Und dann können wir jetzt eigentlich den Import sofort starten. Und dazu gehen wir hier in den Bereich der Werkzeuge, Import. Und ja, diesen Import, das ist eine Grundfunktionalität von Sophistic, den Sie immer nutzen können, wenn Sie Daten aus einem anderen Projekt vollständig oder teilweise wiederverwenden möchten. Bei mir ist es, wie gesagt, das Teilprojekt 1 von den Unterbauten. Aber es könnte natürlich auch bei einem anderen Projekt irgendwas sein, was Sie vor 3 Monaten schon mal gemacht haben, wo Sie gesagt haben, okay, das muss ich nicht alles nochmal neu machen. Das will ich hier nur importieren und wiederverwenden. Also suchen wir uns erstmal unsere Datenbank, wo wir her importieren wollen. Ich gehe einfach eine Stufe nach oben und dann in die Unterbauten rein. Da haben wir unser Teilprojekt Unterbauten. Und dann sagen wir nur, was wir importieren wollen. Ich möchte natürlich die kompletten Unterbauten mit allen Lasten, aber ganz wichtig, die vorhandenen Daten sollen nicht gelöscht werden, weil wir wollen unsere Fahrbahnplatte ja weiterhin behalten. So, und das war schon. Jetzt habe ich hier mein vollständiges System und da ich bei den Voraussetzungen darauf geachtet habe, dass sofort alles richtig ausgerichtet ist, könnte ich dieses System sofort exportieren und rechnen. Da wird es überhaupt keine Probleme geben. Aber ich wollte Ihnen ja noch zeigen, wie man auch im Nachhinein das ganze System ändern kann. Und zum einen haben Sie natürlich alle Möglichkeiten, jetzt hier Elemente direkt hinzuzufügen. Sie haben alle Möglichkeiten, Elemente zu ändern, Eigenschaften oder auch zum Beispiel Orientierung, wenn Sie hier diesen Flügel nachträglich drehen wollten oder wie auch immer. Überhaupt kein Problem. Sie können Lasten frei ergänzen. Und ja, können zum Beispiel auch Folgendes machen, dass Sie sagen, okay, ich möchte diese Pfähle außen nicht mehr gerade runter haben, sondern ich möchte sie einfach als Schrägpfähle verwenden. Dann gehen wir einfach mal rein in den Streckbefehl, damit Sie mir auch glauben, dass hier wirklich alles frei ist. Und dann schieben wir den einfach mal 1 Meter nach außen. Und das Gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Auch hier 1 Meter weg. Wie gesagt, überhaupt kein Problem. Können Sie alles machen. Und ja, jetzt will ich Ihnen natürlich noch zeigen, dass wenn wir jetzt nachträglich die Trassierung ändern, wir haben Kreisbogen, eine Klotoide, wir wollen daraus vielleicht ein Mehrfeldsystem langfristig machen, wir brauchen mehrere Trassierungselemente, wir brauchen andere Stützweiten. Wie wir jetzt dazu kommen, dass die Widerlager sich automatisch mit entsprechend bewegen und ausrichten. Das heißt, wir gucken uns das mal genauer an. Wir haben hier 2 Placements, das sind diese blauen Vierecke. Das ist mein Placement am linken Ende der Brücke. Wenn ich das verschiebe, verdrehe, wie auch immer, soll sich dieser ganze Teil hier mitbewegen. Und ich habe mein Placement am rechten Ende der Fahrbahn. Wenn ich das ändere, wenn ich zum Beispiel die Trassierung ändere, dann soll sich auch dieses ganze Widerlager mitbewegen. Dazu muss ich diese Placements bzw. diese Objekte aber erstmal an ein Placement binden. Das heißt, ich muss Ihnen sagen, wenn ich irgendwas mit der Trassierung, mit dem Placement mache, liebes Widerlager, dann musst du mitgehen. Wie geht das? Na, ganz einfach. Als erstes, damit ich die Auswahl etwas einfacher gestalten kann und mir nicht bei der Auswahl schon irgendwo die Finger breche, sage ich einfach mal, reduziere ich mal die Sichtbarkeiten, dass ich die Fahrbahn komplett ausblende. Die brauchen wir jetzt nicht, weil an der wollen wir nichts ändern. Und auch bei den Lasten, sage ich mal, alle Originallastfälle, die ja sowieso schon im Überbau drin sind, die schon richtig sind, die will ich auch erstmal ausblenden, weil damit will ich nichts machen. Gut, jetzt haben wir das soweit vorbereitet. Jetzt drehe ich mir das Ganze hier noch ein bisschen. So. Und jetzt können wir eigentlich schon sagen, bitte Elemente an das Placement binden, Objekte an ein Placement binden. Jetzt kann ich hier, weil ich ja die unwichtigen Sachen ausgeblendet habe, einfach ein großes Rechteck drüber aufziehen. Auswahl beenden mit der rechten Maustaste und hier dieses Placement markieren und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Also der Befehl wiederholt sich gleich selbst. Auch hier wieder ein schönes großes Rechteck, damit wir nichts vergessen.
Auswahl beenden mit der rechten Maustaste und dann hier dieses Placement auswählen. Und das war es eigentlich schon. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas hier ändere, dann werden sich diese Widerlager mit ausrichten. Probieren wir es mal aus. Gehen wir einfach mal rein in die Trassierung. Fangen wir an mit den Placements. Als erstes möchte ich meinetwegen die Stützweiten ändern. Stellen Sie sich vor, wir haben doch eine andere Fahrbahnbreite bzw. Fahrbahnlänge. Die Mitte verschiebt sich hier meinetwegen einen halben Meter nach links. Also verkürzen wir das meinetwegen auf 9,5. Jetzt werden Sie merken, wenn ich das bestätige, dass hier dieses Placement gleich weiter rutscht. So, das ist das erste. Und ich habe auch eine Gesamtbreite hier jetzt nur noch von 19 Meter meinetwegen. Jetzt werden sich diese beiden Placements hier verschieben, weil dieses Randplacement N2, sieht man ja sehr schön, bezieht sich auf das Endplacement P3. Also, wenn ich das gemacht habe, sind diese beiden reingerutscht. Und jetzt kann ich einfach sagen, bitte Änderungen übernehmen. Einmal die Autokennzeichnung regenerieren lassen und alles passt sofort. Also jetzt ist auch dieses Widerlager entsprechend neu ausgerichtet worden, beziehungsweise hat sich nach innen gerichtet und auch hier die Geometrie der Fahrbahnplatte hat sich automatisch angepasst. Gucken wir mal weiter, was passiert, wenn ich jetzt das Ganze von einer Gerade in einen Bogen umwandeln will. Auch hier Trassierung. Sagen wir jetzt einfach, nö, du bist jetzt hier ein Bogen mit einem Radius von 50 Meter meinetwegen. Wir wollen ja auch was sehen. Okay. So, jetzt ist die Achse hier schon mal rausgelaufen. Jetzt sagen wir auch hier regenerieren. Jetzt stimmt das auch schon fast alles. Das Einzige, was AutoCAD im Moment noch denkt, deswegen sind diese Zeichen hier, dass irgendwie unsere freien Flächenlasten, mit denen wir ja gebraucht haben für die Temperaturlasten, jetzt denken, sie sind nicht mehr an der richtigen Stelle. Ist überhaupt kein Problem. Jetzt gehen wir mal in den Filter rein und sagen, bitte schalte auch mal das System komplett aus. Ich will das System gar nicht sehen, weil ich will nur etwas mit den Lasten machen. Und ich möchte auch jetzt nicht mehr alle Lasten sehen, sondern möchte nur noch meine freien Flächenlasten sehen. So. Und jetzt habe ich genau das, was ich brauche. Jetzt kann ich nämlich wieder die Auswahl sehr einfach gestalten, dass ich sage, einmal hier, halt. Na, Auswahl. Das wollte ich auswählen. Und da ich jetzt nur diesen Lasttyp hier ausgewählt habe, habe ich natürlich auch das Kontextmenü. Weil wenn sonst noch zu viel in der Auswahl gewesen wäre, hätten wir eben dieses Kontextmenü hier nicht gesehen. Normale neu berechnen. Schwupp, erledigt. Und das gleiche wiederholen wir noch hier bei diesen Flächenlasten. Auch hier wieder die Auswahl entsprechend treffen und normale neu berechnen. Und wenn ich damit fertig bin, dann kann ich auch hier wieder die Filter komplett deaktivieren und alles sieht genauso wieder schön aus und ich kann es direkt exportieren an den SSD und damit dann gerne weiter arbeiten. Einen kleinen Hinweis zum Ende des Videos hätte ich noch für Sie. Gerade wenn Sie selber mit dem Import dann so selbst ein bisschen rumspielen und verschiedene Varianten ausprobieren, kann es passieren, wenn Sie an der falschen Stelle mal auf Datei speichern oder auf Projekt speichern drücken, dass Sie sich unabsichtlich hier Ihre DWG mit der nur Fahrbahnplatte Konfiguration überschreiben. Gerade wenn man dann was anderes ausprobieren will, muss man erst theoretisch ganz viel löschen, um diesen Rohzustand wieder zu bekommen. Ich würde Ihnen empfehlen, legen Sie sich die DWG mit dem Rohzustand irgendwo griffbereit, sodass Sie sie bei Bedarf einfach wieder in das Projekt zurückkopieren können und sofort wieder nur die Fahrbahnplatte mit allen darin befindlichen Daten, Lasten und sowas vorliegen haben und zum Beispiel den nächsten Import anderer Unterbautypen starten können. Super, damit bin ich jetzt aber auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich habe Sie wieder neugierig genug gemacht, sodass Sie mir auch in den nächsten Videos weiter folgen werden. Ich verspreche Ihnen, es wird auch weiterhin spannend und wenn Sie das hier Gezeigte dann selbst bei sich in Ihrem Alltag umsetzen, so werden Sie einen Effektivitätssprung erleben, der sich mehr als lohnt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Ihr Frank Weber von der Sophistikeinsteiger.de.